eine wunderbare Stadt an wunderbaren Tagen. Das ist Radolfzell am Bodensee. Wir befinden uns über dem Mittnaupark und tauchen an diesem 17. Mai 2017 ein in die Welt der Kunst. Unter uns findet das zweite Bildhauersymposium statt, das zum Zuschauen bei der Werksentstehung einlädt. Frank Teufel aus Tuttlingen ist gerade an der Arbeit. Wir sprechen mit ihm. Frank Teufel, nun geht das Symposium so langsam zu Ende. Wie würdest denn du von diesem berichten? Also ich muss sagen, ich habe an sich nur schlichtweg positive Erfahrungen jetzt hier auch gemacht, auch gerade mit den Leuten, da ist sehr viel Interesse da. Viele Leute kommen wirklich täglich, um zu betrachten, wie die Werke sich entwickelt, wie sie in meinem Fall jetzt vom Rohblock bis zur fertigen Skulptur entsteht. Viele Kurgäste sind da, die natürlich klar bedingt durch Kurstadt, die Papa haben sogar gesagt, schade, dass ich jetzt schon habe und das Ende erlebe. Also ich habe an sich nur positive Resonanz. Mir ist aufgefallen, du hast hier so eine Art fahrende Werkstatt, die auch andere Künstler nützen. Yeah. Wie läuft denn das abseits der Werkstatt, nur mit dem Laster unterwegs und ein paar Werkzeugen? Bist du da wesentlich eingeschränkt? Ja, schon. Also sag ich mal, mir wäre es jetzt natürlich dienlich gewesen, in der Werkstatt habe ich nur Druckluft, das wäre jetzt dienlich gewesen, gerade für feinere Arbeiten. Aber wenn man das natürlich was im Grunde genommen an Equipment oder an Rahmenbedingungen da ist, dann macht man auch dementsprechend den Entwurf, dass man das hier auch bewerkstelligen kann. Weil ich meine, es macht ja an sich für mich jetzt auch wenig Sinn zu sagen, ich mache Skulptur und mache einen Teil hier und mache einen Teil in der Werkstatt bei mir daheim oder arbeite schon einen Teil vor. Es sollte ja schon so sein, dass man wirklich sagt, es beginnt hier, in meinem Fall jetzt mit vierjährigen Glutz, und es endet hier auch und es ist alles komplett hier gefertigt. Und es ist letzten Endes ein Naturstein. Ist ein kroatischer Kalkstein, der ist aus der Natur rausgebrochen. Also es ist kein Betonguss oder so, kein Kunststein, es ist ein reiner Naturstein. Kalkstein aus dem Grund, weil hier einfach auch die Gegend hier sehr gut mit Kalkstein vertraut ist. Aber ich habe jetzt den kroatischen gewählt, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil er frostsicher ist. Mhm. Das Thema, also das Motiv ist Begegnung, Beziehung. Es sind zwei Linien, zwei Wellenlinien. Zwei Wellen, man kann sie interpretieren, wie man möchte, Bezug nehmen zum See und eben das Thema Begegnung, Beziehung, dann durch die Begegnung und die Beziehung, die jetzt hier im Grunde genommen mit den Menschen entsteht, die hier kommen und das betrachtet und gut oder schlecht findet, je nachdem. Mir fällt auf, es ist doch einiger Aufwand hier betrieben. Kriegt ihr finanzielle Unterstützung von der Stadt? Werden eure Kunstwerke auch von der Stadt gekauft? Also wir kriegen finanzielle Unterstützung jetzt hier, wir kriegen ein Honorar und sage ich mal, die ganze Auslage, die wir jetzt hier haben, wird von der Stadt übernommen, mit Essen, mit Übernachtungsgeld und so. Also so sind wir, das Material ist von der Stadt zahlt worden, insofern sind wir an sich jetzt die Woche über gut versorgt. Die Kunstwerke stehen nachher zwei Jahre hier im Park, die können gekauft werden. Ob die Stadt einen Ankauf macht, weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Ja, die Kunstwerke hier im Park, sie erzeugen Vorfreude pur. Ob mit Trennscheibe, Kettensäge oder Kunststoffen. Allen Kunstschaffenden kann man zuschauen und mit ihnen reden. Wir unterhielten uns auch mit Martina Lauinger aus Sinnen bzw. Bern. Martina Lauinger, wie ist denn die Woche gelaufen? Ja, äußerst anstrengend, aber auch sehr spannend und wunderschön hier im Mettnaupark. Ja, beschreiben Sie mal kurz die Schönheit des Mettnauparks, des Arbeitens hier. Was mir so aufgefallen ist, ich mache ja mordsmäßigen Krach. Ich nehme meinen Kopfhörer ab und dann hocken hier ein paar Vögel oben auf den Bäumen und ein Gezwitscher wie wahnsinnig. Also mir ist vor allen Dingen das aufgefallen und ich nehme die Schweißmaske ab und schaue plötzlich auf den See und denke, ah, Wasser. Also es ist einfach so diese ganz elementaren, schnell hören. Ich tauche während dem Arbeiten so in mein Metier ein, so in diese Dunkelheit der Schweißmaske, in dieses auch abgeschirmt sein durch die
Ohrenschützer und dann fällt es einfach wahnsinnig auf, wenn man dann wieder... Mir ist so gekommen, wie arbeiten denn die Künstlerinnen hier ohne Werkstatt? Wie geht denn das? Ja, das ist vielleicht ein bisschen das, dass ich ein ganz klein bisschen ausschummle. Also ich muss sagen, ich habe fast eine gute Woche vorgeschafft. Das heißt, ich habe einen wichtigen Prozess, den die Zuschauer bei den Holzbildhauerinnen beobachten konnten, nämlich das Entstehen, das kreative Entstehen ist bei mir schon in der Werkstatt passiert. Das heißt, ich brauche eine Werkbank, ich brauche einen Kran, ich brauche also ein Bergmaterial, bis ich da so weit bin, dass ich meine Materialien zusammenstellen kann. Und den Prozess habe ich in der Werkstatt vorgezogen, weil ich hier schlichtweg erstens in der Zeit und zweitens von der Infrastruktur nicht so weit kommen. Wo liegt denn eigentlich die Korrelation zwischen Naturphänomene und ihrem harten Metall? Jetzt könnte ich es einfach sagen und könnte sagen, ja gut, dieses Metall rostet ja. Ein Naturphänomen. Die Vergänglichkeit. Ich bin eigentlich einfach seit Jahren schon immer so ein bisschen um wissenschaftliche Themen am Schaffen. Also Chromosomen war ein langes Thema. Und über die Chromosomen, die Verschlingungen, die Bilder, die ich mikroskopisch zum Teil gesehen habe, bin ich dann so langsam Richtung Knoten gekommen. Und weil es dort auch in Proteinstrukturen gibt, die Knoten ähnlich sind. Mich hat es fasziniert als Anregung, als visuelle Anregung. Aber nicht, ich sehe meine Arbeit nicht darin, dass ich dann hergehe und das einfach, verhärte in Eisen ausführe, sondern Geschichten erzähle mit meinen Eindrücken. Also Geschichte von Nähe, von Verschlingen, von Umschlingen. Aber so dieses Blicken in diese Natur im Kleinsten ist so vielleicht ein bisschen dahinter. Eine vielleicht einfache oder doch schwierige Frage. Werden Sie bis Samstag fertig? Ja. Dann freuen wir uns schon. Vielen Dank. Tschüss. Und tschüss. Nächste und letzte filmische Station an diesem Spätnachmittag ist für uns Heike Endemann aus Radolfzell. Sie ist seit 2001 selbstständige Bildhauerin. Heike Endemann, eine halbe Woche ungefähr ist vorüber. Wie ging es denn in dieser halben Woche? Anstrengend. Gut, aber wirklich anstrengend. Ja. Nee, es läuft super, aber wir haben nur noch 2 Arbeitstage, bevor aufgebaut wird. Von daher sind wir jetzt schon ein bisschen gestresst. Nee, es läuft gut. Wetter im Vergleich zu vor 2 Jahren super. Viele Besucher. Es läuft gut, aber wir sind so, haben gerade, glaube ich, so. Den Tiefpunkt haben wir schon hinter uns. Was macht denn Höhepunkte hier aus? Das macht, wenn man wirklich absehen kann, dass es klappt. Man hat ja nur einen Versuch mit jeder Arbeit. Und wenn man dann wirklich den Punkt hat, man sieht, ich komme hin. Und so die ersten Tage ist man schon, also ich jedenfalls und meine Kollegin hier neben mir auch, schon angespannt, kommt das wirklich hin? Und bis dahin ist es so. Und jetzt, den Punkt haben wir, es sind noch 2 harte Tage vor uns, aber trotzdem, wir kriegen es hin. Und das ist gut, gut zu wissen. Naturmomente, so laut das Thema hier. Aber es sind ja auch Naturphänomene, die man da drunter fassen kann. Also ich persönlich kann mit Naturmomenten nicht so viel anfangen. Naturphänomene wäre dann schon besser für mich. Also bei mir ist es so, ich habe am Samstag hat man eine Ausstellungseröffnung in Allensbach. Da ist diese Skulpturenausstellung am See. Und da habe ich, Holzstaub. Eine DNA-Helix, also eine zweisträngige Helix-Natur, so die das Grundelement des Lebens, die DNA ist es für mich. Die Martina Lauinger geht ja eine Stufe weiter, die macht ja eher Proteine. Ich bin eine darunter, die DNA. Die ist in Allensbach und ich habe jetzt, so um das ein bisschen aufzunehmen, habe ich eine dreisträngige Helix gemacht und eine einfache Helix. Eine einfache Helix ist dann eher eine Einzelstrang-Helix und die dreifache ist. Das ist jetzt ein bisschen geht sehr ins Detail, aber das sind halt die Grundelemente des Lebens für mich. Das ist es schon. Reicht Ihnen das? Ja. Das ist eben der Bezug jetzt auch zu Allensbach. 2, 1 und 3. Ich schaue schon wieder in die Zukunft. Wenn es nächstes Jahr ein drittes Symposium geben würde oder wahrscheinlich wird, was würden Sie den Künstlern, die hier fragen, wie war es denn, wie ist es denn, so sagen? Also den neuen Künstlern, also den... man ist an einem der schönsten Plätze, wo man sich das wirklich vorstellen kann zu arbeiten, ja, ist wirklich so. Die Unterstützung durch
die Stadt und die technischen Betriebe, die dazugehören, und auch die Mettnaukur ist fantastisch. Man muss sich darauf einstellen, dass man viele Besucher hat, sehr viele Besucher. Das gehört dazu. Also wir wussten es dieses Jahr durch das super Wetter, haben wir natürlich noch mal mehr Fragen. Also von daher ist die wirkliche Arbeitszeit, die muss man so ein bisschen dazwischen schieben. Aber sonst ist, kommt, ich kann nur sagen, kommt her. Das ist klasse. Also wir haben ja alle, fast alle Symposiumserfahrung, und die Kollegen sagen jetzt, das ist der schönste Ort. Jetzt danach sollte man eigentlich kein Symposium mehr besuchen. Das kann nicht besser werden. Das ist kein guter Schlusssatz. Genau. Vielen Dank.